Ein Stück unberührte Natur irgendwo zwischen Basel und Luzern. Hier liegt das UNESCO-Biosphärenreservat Entlebuch, eine Moorlandschaft, die zu den seltensten und für die Natur wertvollsten Gebieten der Schweiz zählt. Diese besondere Region hat sich die nachhaltige Nutzung der Lebensräume für Mensch und Natur zum Ziel gesetzt. Also wir sehen jetzt einen Teil der Biosphäre Entlebuch und wir wollen beweisen, dass in Zukunft die Natur mit Pflanzen und Tieren und der Mensch hier in der Biosphäre ein Auskommen finden. Eine bedeutende Tier- und Pflanzenwelt findet sich auf dem etwa 400 Quadratkilometer großen Areal. Diesen Sonnentau, das ist eine ganz typische Pflanze, die nur in Hochmooren vorkommt. Die braucht diesen feuchten, sauren Boden. Seht ihr, wie das Fäden zieht hier? Ja. Da. Das ist jetzt dieser Klebstoff. Ja. Da zieht richtig Fäden. Ist eine Art Leim. Neben der Erhaltung der Natur hat sich die Region dem Tourismus verschrieben und bietet viele spannende Freizeitaktivitäten. Sehr beliebt ist das Lama-Trekking. Auch fernab der südamerikanischen Anden kein Problem. Lama-Freundin Priska Felder besitzt gleich 50 dieser besonderen Tiere. Er muss am höchsten stehen. Und sobald ein anderer Hengst auf diesen Hügel geht, dann spuckt er ihn runter. Nach einer kurzen Einweisung machen wir uns mit den Lamas auf den Weg. Na, dann marschieren wir doch los, hä? Hier wieder raus. So müssen sich also die Inkas gefühlt haben. Wir sind dieses Jahr schon ein paar Mal durch die Rinderherde gegangen und wir hoffen jetzt, dass nicht gleich alle zusammenkommen. Unsere merkwürdige Wandergruppe zieht neugierige Blicke auf sich. Ein bisschen ziehen muss man schon, damit uns selbst die lahmsten Lamas folgen. Mit etwas Geschick gelingt dann sogar der Gang über die schmalste Brücke. Vorsichtig steigen wir das steile Flusstal hinab, führen die Lamas behutsam mit uns. Wer heil auf der anderen Seite angekommen ist, der begibt sich gemächlich mit seiner Gruppe auf den Rückweg. Ein weiterer Touristenmagnet ist das Köhlern in der Gemeinde Romos. Das hat hier lange Tradition. Willi Rengli ist einer der letzten Köhler, der Holzkohleherstellung als Nebenerwerb betreibt. Das Holz stelle ich direkt auf den Boden. Anschließend nehme ich so Tannenrundholze und solche Bretter und mache einen Bodenrost. Und in diesem Bereich, da es die gute Grillholzkohle gibt, nehme ich am liebsten Buchenholz oder auch anderes Laubholz. Bis zu 30 Buchen stecken in so einem Meiler. Immer wieder muss Willi Rengli darauf achten, dass im Inneren keine Hohlräume entstehen. Und das könnte lebensgefährlich werden. Diese Hohlräume fülle ich mit so, solchen Holzscheitern aus, weil das Feuer, das geht ja immer im geringsten Widerstand nach. Und wenn ich diese Hohlräume nicht ausflicke, dann brennt ein Loch aus und dann passiert das eben, dass man einsinken kann. Im Feuerschacht wird der Meiler dann entzündet. Der Verkohlungsprozess kann einige Tage dauern. Wer wissen will, wie sich die Holzkohle im Grill macht, bleibt gleich auf ein Steak zum Mittagessen. Nach dieser Stärkung geht es zum nächsten Abenteuer, Goldwaschen. Mit Schaufel und Goldwaschpfanne folgen wir den Geiz hinunter zum Fluss Fontane. Irgendwo hier unten sollen wahre Schätze verborgen sein, nur wo? Gold ist 19,3 mal schwerer als Wasser, ist ungefähr 8 mal schwerer als der Kies da. Jetzt probiere ich, diesen Sand von hier oben nach unten zu waschen. Und ich müsste nur da gut schauen, weil das Gold ist so schwer, das bleibt hier oben liegen. Jetzt sind wir an der Reihe. Gar nicht so einfach. Doch wer lange sucht, macht schon bald den ersten Fang. Wenn ich es so ein bisschen zurechtschüttle, siehst du das Gold. Mit dem Schatz im Gepäck treten wir etwas erschöpft, aber sichtlich zufrieden den Rückweg an.